Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und schaue ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu will ich heute wieder ein bisschen Gold ausgeben, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen Gold ausgegeben. Und bevor wir zu dem neuen Stuff kommen, würde ich sagen, schauen wir einmal rein, was ich schon ausgegeben habe. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was hier an Items gekauft gehabt über die letzte Woche. Und zwar das erste habe ich mir gekauft gehabt, ein Fallenstellerhemd. Da hatte ich mal so ein bisschen random auf Lothar durchgescannt und ihr seht schon, es ist ein removedes Item. Das ist einfach ein Hemd, das es schon eine Weile nicht mehr gibt. Das hat Blizzard aus dem Spiel genommen und jetzt habe ich hier vorne eine 1 eingetragen. Das sind immer 1000er Stelle. Ich habe das aber nicht für 1000 Gold gekauft, sondern für 100 Gold. Tatsächlich habe ich ein removedes Item durch einen random Scan für 100 Gold gefunden. Also so schnell, wie ich mir das gekauft habe, so schnell konntet ihr gar nicht gucken. Ich habe jetzt 1000 eingegeben, weil ich rechne halt hier in dem Sheet nur mit 1000er Werten. Sonst wären die Zahlen so groß. Bei manchen anderen Sachen habe ich dann halt abgerundet, dann passt es schon wieder so in etwa. Also, das haben wir uns zum einen gekauft. Dann habe ich mir Stulpen des Endes gekauft für 15.000. Das ist hier aus dem neuesten Raid Sepulchre of the First One, müsste das sein. Genau, 15.000 für so ein Item ist relativ günstig. Wie gesagt, ich bin ja im Moment quasi dabei, die ganzen Items zu kaufen, bis maximal 40.000, die normalen Items und die rausgepatcht sind, bis ja, 150, 200k, irgendwie sowas im Dreh rum. Genau, dann kommen wir zum nächsten Removeden. Ich habe mir die Armschienen der Furcht gekauft, hier für 120.000. Das waren, glaube ich, die günstigsten, die im kompletten EU-Bereich drin waren. Das müsste, glaube ich, ein T0 oder 0,5 vom Hexer gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht alles irre. Dann habe ich mir gekauft Handgelenkschütze der ominösen und dann geht es halt noch so weiter, ne? Für 35k, das war ein Item aus Antorus. Dann habe ich mir nochmal Handgelenkschützer der dunklen irgendwas gekauft, auch aus Antorus für 12k. Die Antorus Trash-Items sind saumäßig selten, die kannst du quasi fast nicht farmen, das sind ganz gute Preise. Dann habe ich mir für genau 40k noch ein Item aus Toss gekauft und dann für 11k aus Esodeo Mythic, also dem Sylvanas Raid, ein Mythic-Item für 11.000, da kannst du auch nichts sagen. Also das sind so die Items, die ich mir jetzt so über die letzten 1,5 Wochen immer mal wieder random Scans durchgehauen auf dem Server, wo ich eh Gold habe bzw. Chars habe. Und das waren eigentlich alles relativ gute Schnäppchen, ne? Gut, die 120k für den Remove, das kann man jetzt noch diskutieren, aber wie gesagt, ich habe geguckt gehabt, das war das günstigste auf allen EU-Reams und dementsprechend habe ich da zugeschlagen. Heißt, unterm Strich haben wir bis jetzt ausgegeben 234.000 Gold. Und ja, jetzt möchte ich noch mal ein paar andere Items gucken, die wir uns holen können. Und da möchte ich euch eins zeigen. Und zwar hatte ich in letzter Zeit ein bisschen gequestet. Ich hatte ja hier Kalendor einiges gequestet, Nordend, Scherbenwelt und so. Und jetzt das Neueste ist hier die östlichen Königreiche. Und dementsprechend wollte ich hier schauen, dass ich den ganzen Stuff rauskriege. Jetzt sind hier noch ein paar andere Sachen drin, die jetzt nicht unbedingt was mit Quests zu tun haben, aber ich hätte gerne diese ganzen ja, Unterbereiche ausgesondert und dementsprechend werden wir uns das ein oder andere kaufen. Was ist jetzt hier noch drin? Zum Beispiel unter Eisenschmiede ist noch ein rotes Hemd drin. Das kann man nur aus Hordler looten, da gibt es so einen NPC-Faktenüberprüfer, der Wildhammer, das gab es nur auf der BlizzCon, da hat einer der Redshirt-Guy quasi klargestellt, dass ein NPC, der wo Blizzard quasi gesagt hat, der ist tot, dass der gar nicht tot ist nach irgendeiner Story oder so, I don't know, da so tief kenne ich mich in der Geschichte auch nicht aus. Und Blizzard hat dann dementsprechend einen NPC neben dem König in IF gestellt und der heißt halt Faktenüberprüfer der Wildhammer und der hat halt ein rotes T-Shirt, so wie der Typ auf der BlizzCon und das droppt er halt auch. Ein kleines, nettes Easter Egg. Bloß dieses Shirt kann man nur als Hordler quasi kriegen, weil man halt eine Allianz-NPC umhauen soll und das ist relativ selten. Das ist das letzte aus IF, was mir fehlt und das würde ich mir gerne mal kaufen. Dann werden wir jetzt halt mal gucken, wo wir das günstig herkriegen. Das sind noch andere Sachen, da kann ich mir nichts holen. Das waren hier, glaube ich, die Raid-Items, genau. Und jetzt hier sind es jeweils noch ein bzw. zwei Items. Es gibt noch einen Random-Zonen-Drop in den nördlichen Strangle-Zone, den kann man sich auch im H kaufen. Wegen dem werden wir nachher gucken. Dann Sümpfe des Elends ist einer von dem Rare. Der ist aber arsch selten vom Drop her und den werden wir uns auch gucken, ob wir den auf irgendeinem Server kaufen können.
Und das letzte ist, hier in den westlichen Pestländern ist nur irgendwas von einer Artefaktwaffe vom Paladin. Ich habe mir das schon mal ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen eine komplexe Sache, da braucht man mehrere Sachen für und anscheinend muss relativ lang angeln und Stuff. Das will ich auch gern rauskriegen, dafür müssen wir uns aber auch was Maha kaufen. Jetzt hatte ich hier gerade auf verschiedenen Servern geguckt, wo ich noch einen Paladin mit einer Artefaktwaffe habe. Also da brauchen wir die Artefaktwaffe vom Retri, das ist das hier, Aschenbringer. Und dann brauchen wir extrem Angler. Und zwar brauchen wir zwei Bücher. Eins kann man in Düsterbruch theoretisch farmen. Das andere gibt es im Alterac-Tal, ja. Ich könnte jetzt losziehen und die farmen. Ganz ehrlich, hier auf dem Server sind die relativ günstig und ich kaufe mir die einfach mal. Ja, das ist jetzt die erste Voraussetzung für das Ding. Da muss man einiges dran holen. Man muss unter anderem noch dann später nochmal nach Düsterbruch. Man muss zu Nefarian. Man muss irgendwie in den Pestländern einen Mob farmen, der 30 Stunden Abklingzeit hat, irgendwie ewig angeln und so. Also das ist ein Haufen Stuff zu tun, aber das, was wir uns jetzt schon mal kaufen können, kaufen wir uns. Und zwar brauche ich einmal beide Teile von Ned Pagels Extremangler-Buch und wie gesagt, eins gibt es in Alterac Valley. Das kaufen wir uns jetzt hier einfach für 1800. Das ist ziemlich günstig, ehrlich gesagt. Und das andere kriegt man in Düsterbruch. Wie gesagt, da könnte ich jetzt auch ewig rumfarmen oder ich kaufe mir das jetzt für 5k. Heißt, die beiden Teile haben mich jetzt zusammen 5, 6, 7.000 gekostet. Das ist relativ günstig. Die tüten wir uns jetzt schon mal ein. Und tun das jetzt mal hier noch mit draufschreiben. Also was hat das gekostet? 7.000. Da tun wir jetzt einfach Palaret. Okay. Gut, soweit dazu. Dann hätten wir das schon mal. Und dann gucken wir noch wegen dem anderen Teil, beziehungsweise ich versuche jetzt mal noch nebenbei so ein bisschen dieses Angelgedöns zu machen und die anderen Teile zusammen zu suchen. Und dann würde ich sagen, schauen wir einmal nach den anderen Items, ob wir die noch irgendwo günstiger kriegen, dass wir hier das so ein bisschen rauskriegen. Ich würde vermuten, dass die einen Ticken teurer sind, weil das sind so wirklich die letzten Items, die mir in der offenen Welt fehlen, außer jetzt den World Drops. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, wo wir die herbekommen. So, jetzt habe ich schon mal nachgeguckt, wo wir die einzelnen Items herkriegen, die ich mir rausgesucht hatte. Und zwar haben wir einmal das rote Hemd und dieses gibt es hier auf verschiedenen Servern, nicht auf sonderlich viel, das sind hier wirklich alle EU-Reams, die es gibt. Und dort ist das günstigste tatsächlich hier auf Draenor für 123.000. Da werden wir uns mal einen Char machen. Ich weiß, das ist einer der vollsten englischen Server ist und dementsprechend wird das da nicht ganz günstig sein, vermute ich mal. Dann haben wir die Ingenieurshandschuhe, auch die habe ich nachgeguckt, die gibt es hier einmal auf Stormscale unter anderem, auf ein paar anderen Servern geht es dann deutlich hoch, da kostet es dann mehrere Millionen gleich, wenn wir da hochgucken. Hier kriegen wir es für 200k, das ist auch ein englischer Server und das letzte ist die lebendige Google und die gibt es einmal hier auf Asune für 40.000. Diese drei Items werden wir uns holen und natürlich werden wir auf den Servern dann noch ein bisschen durchscannen, einfach ein bisschen schauen, was es dann noch so alles an Items gibt. Dann habe ich hier parallel auf Blackmoor nochmal gescannt, auf meinem Mainream. Und hier sind eigentlich relativ uninteressante Sachen. Die ersten rausgepatchten fangen dann hier oben an bei 250k, aber ich hatte hier zwischendrin eins gesehen, Krollenthaupter schimpft sich das und das ist ein ziemlich seltenes Item, was wir aus einer Kiste rausbekommen können. Ist hier für 100k drin, dann dachte ich mir, ist das interessant? Ja, ist es tatsächlich, wo haben wir es? Hier haben wir es einmal, genau, da haben wir das Item und normalerweise ist es hier für Minimum 400.000, hier haben wir es auf dem Portugiesen, oder 500.000, beziehungsweise hier geht es dann bei gleich über ein paar Millionen weiter, ne? Also das ist eine ziemlich teure Angelegenheit. Komischerweise kann ich hier das Item-Level nicht umstellen. Jetzt kann es natürlich sein, dass auf Anto das gerade erst eingestellt wurde oder dass hier quasi der Undermine Journal diese Sachen nicht drin hat, aber auch, wenn wir über das Item hier drüber fahren, TSM-Datenbank, zeigt schon an, dass es ziemlich teuer ist. Region Marktwert 1,3 Millionen. Also ich würde sagen, für 100.000, das können wir uns kaufen. Da muss ich mir nachher noch einen Char suchen, der das lernen kann. Aber 42, denke ich mal, sollte kein Problem sein. Also holen wir uns das schon mal. Und dann müssen wir mal gucken. So, das haben wir auch schon mal raus. Das trage ich dann auch noch in meine Liste ein.
Jetzt habe ich auf ein paar anderen Servern mir schon parallel Chars erstellt und ein bisschen Gold rüber gebastelt. Da müssen wir jetzt aber eine Stunde warten und sobald das Gold da ist, würde ich sagen, schauen wir einmal auf die anderen Server. Ich bin jetzt einmal weiter geswitcht und war hier auf den Server Kazakh. Da hatten wir ja keins von den drei Items, die ich ursprünglich gescannt habe. Aber hier hatte ich ja das letzte Mal noch ein paar Chars rumliegen. Dachte ich mir, ein größerer Server, machen wir mal einen Scan durch. Das habe ich jetzt auch getan, beziehungsweise auch schon eine Stunde gewartet, dass ich meine Auktionshaus-Items rüberbasten kann. Ihr seht, hier wäre theoretisch diese Kugel auch drin. Wir hatten ja aber gesehen, dass die auf einem anderen Server, ich glaube Asune war das, wesentlich günstiger ist, deswegen werden wir uns die hier nicht kaufen. Aber zwei Items sahen interessant aus, das zwar eigentlich auch, aber ich habe hier kein Level 60er Char. Und zwar einmal hier diese Stiefel für 40k und den Gürtel für 50k. Und die beiden möchte ich mir ganz gern kaufen. Das eine ist aus Dazar Alor und das andere hier aus Nialota. Und dazu habe ich mir hier schon ein bisschen Gold rüber gebastelt. Und nachdem ich mir das Gold quasi übers Auktionshaus auf den anderen Account geschickt habe, beziehungsweise mit Auktion das gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich noch einen Char hatte, der hier Gold hat. Dem habe ich jetzt auch mal ausgeräumt und gelöscht gehabt. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Der hat ja auch nochmal 44k. Heißt, wir haben jetzt ein bisschen overcapped, ehrlich gesagt. Ist nicht so wild, weil ich denke mir, hier auf Kazakh werde ich in Zukunft nochmal irgendwas kaufen können. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Gut, ich würde sagen, die zwei Sachen kaufen wir einmal. Hier das aus Dazar Alor, dass wir nichts falsch machen. Und das aus Nialota, die beiden. Das hat mir jetzt zusammen 90k gekostet. Plus dann halt noch das Gold, was es mich kostet, das hier rüber zu kriegen. Plus 5-6% sowas umdrehen. Gut, ich habe hier einmal einen Plattenchar. Heißt, das Platten-Item können wir direkt schon mal lernen. Und das andere müsste ich dann auf meinen Kettenchar rüberschicken. Aber das gucken wir dann gleich, hätte ich gesagt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Und zwar, nee, das ist der falsche. Wobei, da wollte ich auch nochmal scannen. Das ist hier Erre da. Da können wir mal gucken. Da habe ich auf dem Main-Account nochmal gescannt. Und dann habe ich jetzt hier noch den Char. Da müssen wir aber, glaube ich... Ah, ja, habe ich hier schon gescannt? Genau, da habe ich schon gescannt. Und zwar habe ich mir hier einen Test-Char auf Asune gemacht. Da hatten wir ja die Kugel für 40k drin. Und dann noch ein paar andere Items, die auf jeden Fall schon mal interessant aussahen. Ja? Und da wollte ich jetzt einmal gucken... was wir hier kaufen können, genau. Also ihr seht, wir haben hier einige Removed-Item, hier diese Gnoll-Zauber-irgendwas-Handschuhe, dann die Hülle von Naraxis haben wir, das sind alles unter 100k. Dann haben wir hier noch diese Beinplatten, den Ringhelm und diese ganzen Sachen. Die habe ich mir auch schon mal nachgeguckt. Overall ist echt ein bisschen komisch, es sind nur 32 Items hier drin, ne? Overall, alle Items, die ich brauche, 32, was halt echt wenig ist. Aber dafür sind super viele removed Items hier für, also für ein removedes Item, echt relativ günstig. Und da habe ich irgendwo auch schon die ganzen Items rausgesucht. Genau, also das erste, Gnollfangzahn, seht ihr, hier unten auf Asune Shadowsong, 90k, sind wir ziemlich günstig. Das nächste ist für 200k auf Draenor und dann geht es hier 300k auf Kazakh, Argendorn. Das sind irgendwie immer dieselben Server und dann wird es relativ teuer, also mit knappen 90k Gnoll-Dings-Handschuhe, ziemlich günstig. Das können wir schon mal rüberziehen. Okay, das ist das erste. Dann das nächste, was ich mir nachgeguckt habe, war diese Hülle. Die können wir jetzt hier auch rüberziehen. Hier haben wir sie. Im Normalfall kostet die irgendwie 500.000 Gold im Schnitt. Hier unten seht ihr, Asune Shadowsong, da sind wir schon auf einem ziemlich günstigen Bereich. Hier mit 100k, also da machen wir, denke ich mal, überhaupt nichts falsch, wenn wir die kaufen. Das nächste ist hier auf Stormscale. Ach, da habe ich mir auch einen Char gemacht. Draenor, seht ihr, das sind wieder dieselben Server. Antonius für 500k. Und hier, ne, 100k, da machst du auch nichts falsch. Also das werden wir uns auch holen. Dann, wo haben wir das nächste Item? Hier hatte ich nochmal eins. Und zwar, das sind die Stahlrostbeinplatten. Sonst für 600.000 hier, auch für 100k. Da gab es nochmal auf Thunderhorn oder Wildhammer welche für ein bisschen 100. Und dann geht es jetzt hier schon 600.000, 700.000. Also die sind im Verhältnis auch günstig. Dann haben wir noch den Ringhelm. Den hatte ich auch schon rausgesucht. Das ist einmal hier Ringhelm, seht ihr. Und da seht ihr 100k, der nächste ist hier bei 260, 280 und dann geht es jetzt hier schon auf die paar Millionen hoch. Heißt, der Ringhelm ist hier auch ziemlich günstig. Und dann haben wir noch ein Item, was gut war, Züchtigungsstiefel.
Und da haben wir auch hier für 150 und die anderen, die gehen dann auf 300k und höher hoch. Also das ist, denke ich mal, auch halbwegs günstig. Ja, wir brauchen hier einiges an Gold. Ursprünglich wollten wir kaufen lebendige Google. Und Moment, wo haben wir sie? Hier habe ich mir ein bisschen Gold rübergebastelt, wieder bis Auktionshaus. 584.000 Gold. Ursprünglich waren es 615.000, ne? Aber wir mussten ja ein bisschen Cut zahlen, 30k Cut. Und ich hoffe, das reicht jetzt für das Zeug, was ich kaufen wollte. Ich mache das gerade ein bisschen wahnsinnig, dass ich hier so nah dran bin. Warte mal, das muss ich mal kurz umstellen, sonst... wo haben wir es denn? Shield-Funktion, Kamera-Funktion. Machen wir das mal so und so. So, das sind hier quasi ein Account, wo ich nichts eingestellt habe, ne? Deswegen... Ach, viel besser. Da bist du ja verrückt, wenn du in der Ego-Perspektive bist. So, jetzt können wir Sachen kaufen. Also, wir wollten einmal die Google hier kaufen. Das war das Item, wo ich ursprünglich rein wollte. Das wollen wir uns nicht holen. Hier, da haben wir das erste removed, diese Gnoll-Zauber irgendwas. Dann die Hülle wollten wir uns kaufen für 100k. Dann ebenfalls für 100k hier einmal diese Stahlross-Beinplatten. Dann den Ringhelm für 100k. Und ich meine das hier, Züchtigungsstiefel, auch für 150. Jetzt haben wir 4k noch über, okay. Muss hier mal ein bisschen schauen, dass es nicht zu knapp wird. Die Items habe ich auch nachgeschaut, diese Sandalen. Die gäbe es auf einem anderen Server nochmal günstiger. Und das hier ist ein World Drop aus Wottel. Den gibt es auch nochmal günstiger. Und hier Tebus. Übrigens, Tebus habe ich gefunden auf Lothar für 50k zum Bieten. Ich habe da mal drauf geboten. Das kommt jetzt nicht in das Video rein, weil das dauert jetzt irgendwie noch einen Tag, bis ich schaue, ob ich oder bis ich quasi gewonnen habe oder auch nicht. Und vielleicht kriege ich es da für 50k. Mal gucken, ja. Mal gucken. Und die anderen Items, die waren jetzt dann eher schon uninteressanter. Hier seht ihr, das ist dann alles, was noch drin ist. 26 Items. Also hier auf dem Server ist noch nicht sonderlich viel. Gut, das nehmen wir jetzt alles mal raus. Und was kann ich lernen? Warte mal, ich habe einen Stoffchar. Heißt, wir können das hier direkt lernen. Das haben wir einmal. Und den Kopf können wir auch direkt lernen. Wunderbar. Und die anderen Items, Platte, Leder, Kette. Und das ist auch ein Kettenteil. Da muss ich dann nochmal gucken, dass wir das rüber basteln. Aber ihr habt gesehen, ein bisschen über 600 haben wir hier ausgegeben. Das trage ich jetzt noch in die Tabelle ein. Beziehungsweise die anderen Items muss ich jetzt noch, da muss ich mir jetzt noch Chars erstellen hier, ne? Also den ein oder anderen Testchar. Das mache ich und dann würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten Server rum und gucken, was da noch so ist. Wir hatten ja noch zwei Items offen, die wir schauen wollten und eventuell können wir uns da auch nochmal das ein oder andere Item kaufen. So, was ich jetzt noch vergessen habe, die Items muss ich noch austragen. Diese Kroll-irgendwas-Klinge habe ich vorhin schon einmal rausgeschmissen hier aus meinem Sheet und dieses Pala-Ding auch, das war, also... Ne, mit dem Pala, diese Artefaktwaffe, was ich angefangen habe, das habe ich ja jetzt hier auch schon mal rausgehauen. Die anderen Sachen müssten wir aber noch einmal entfernen. Und zwar waren das einmal die Stiefel, die wir auf Kazakh gekauft haben. Das ist einmal hier. Und zwar waren das HC-Items. Gucke ich gerade nebenbei auf dem zweiten Bildschirm. Also das sind hier diese Boots. Mittlerweile habe ich das im Englischen und im Deutschen, falls ich das mal in irgendeinem Discord posten will, um so ein paar Sachen noch zu finden für die letzten paar. Ah, nice, da hatten wir nur noch das HC-Ding gefehlt. Das war das letzte Item aus BOD, so wie es aussieht. Also dann können wir Zeile löschen. Hätten wir das schon mal weg, die Stiefel. Und das andere war noch eine Taille aus Nia Lothar. Und die müssen wir dann auch nochmal einmal gucken. Schauen wir hier oben mal. Das ist hier das Item und das war aus dem LFR. Also schmeiße ich jetzt hier mal LFR raus. Und dann haben wir dann nur noch zwei Sachen. Einmal aus dem Normal und einmal aus dem Mythic. Aber ihr seht, hier Schlacht um Dazar Alor ist einmal schon mal raus. Jetzt brauche ich quasi nur noch Nia Lothar, Eternal Palace und Uldir. Und aus den anderen Sachen wird es auch schon... gut weniger. Hier, ich habe mir ja die Tage einige Items hier aus dem Bereich gekauft, ne, aus dem Legion-Bereich und da sind jetzt auch nicht mehr viele Sachen, ne, da wird es dann immer ein bisschen weniger. Gut, das sind die ein, zwei auf Kazakh und dann hatte ich mir jetzt einige Sachen auf, hier, was für ein Server war das nochmal? Asune war das, glaube ich, ne, muss immer nachgucken. Da hatten wir jetzt einmal das hier, die lebendige Kugel gekauft gehabt, das ist das erste Item, heißt, das können wir jetzt schon mal rausschmeißen.
Und die anderen Sachen waren, glaube ich, alles removed. Da müssen wir jetzt mal nach und nach gucken, was ich da genau brauche. Also den Gnoll-Fangzahn war das, meine ich. Heißt, den haben wir hier unten. Den können wir einmal löschen. Dann war das einmal der Ringhelm. Ringhelm hatten wir dann. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, den haben wir da im Inventar. Den schmeißen wir natürlich auch einmal aus der Tabelle raus. Hier unten ist der Ringhelm. Okay. Löschen. Dann hatten wir die Hülle von Araxis. Hülle von Araxis. Die hätten wir hier oben. Ich muss bloß immer echt gucken, dass ich nicht das Falsche lösche, ne? Sonst wäre es blöd. Okay, also die haben wir auch. Dann hatten wir Züchtigungsstiefel gekauft gehabt. Schmeißen wir auch raus. Das ist hier unten einmal. Und das letzte Item, was wir uns gekauft haben, waren die Stahlrostbeinplatten. Dann schauen wir mal, ob wir die finden. Ah, nee. Moment, da muss ich gucken, weil da gibt es dann immer verschiedene Ausfertigungen und ich glaube, deswegen findet das nicht. Ah, da unten seht ihr das. Die haben, glaube ich, alle dasselbe Aussehen, aber da gibt es halt dann unterschiedliche des Wals oder der Unverwüstlichkeit, was ich jetzt habe. Aber das ist halt, glaube ich, dasselbe Aussehen. Also da brauche ich dann nur die das Grundmodell Stahlrostbeinplatten. Genau, das sind die. Dann schmeißen wir die auch raus. Ja, dann wird es langsam schon weniger, ne? Ein Overall-Items 327 und da sind halt viele Removed, die es auch nicht mehr gibt und an Non-Removeden 119, also das 300 irgendwas sind alle Items zusammen, da sind halt die 119 hier auch schon drin, aber so langsam wird es ein bisschen weniger. Gut, so viel dazu, dann gucke ich jetzt mal auf den anderen Servern weiter. So, jetzt bin ich weiter auf Draenor geswappt, auch schon gescannt und hier seht ihr, da haben wir das rote Hemd, was ich haben wollte und noch ein paar andere Items, da können wir jetzt auch gleich nochmal reinschauen, jetzt muss ich mal gucken, irgendwo habe ich es noch offen, nein, da war es nicht offen, genau, da habe ich es. Es gibt hier einmal absyrische Panzer, Sabatons, dann silberne Gürtel der Defias, der ist auch noch relativ Gürtel und Nachtwandlerrüstung. Die drei Items habe ich mir noch rausgeguckt und da habe ich auch schon geschaut. Also das erste, was wir hier schon mal haben, ist hier mit 80k auf Draenor am günstigsten. Das sind diese Panzersabatons. Dann ziehen wir das mal hier rüber. Dann der silberne Gürtel, der ist hier auch in Draenor. Ah nee, der ist nicht mehr in Draenor am günstigsten. Der wäre hier sogar nochmal für 80k. Aber ich habe eh schon ein bisschen Struggle mit den Test-Accounts und zwar habe ich gerade rausgefunden, dass man insgesamt auf dem Battle.net-Account nur 12 Test-Chars gleichzeitig haben kann. Das ist eine maximale Anzahl. Bis jetzt wusste ich, dass man quasi 4 in der Stunde erstellen kann pro Account und maximal pro Account 8 in der Woche erstellen kann. Das ist aber ein Maximum vom Battle.net-Account von insgesamt 12 gibt es, wusste ich nicht. Ich habe noch ein bisschen mehr gewastet. Ich habe jetzt meine 2 WoW, warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Warte mal, fahren wir das mal hier so ein bisschen rüber. Okay, genau, jetzt seht ihr das. Ich habe quasi meine 2 normalen WoW-Lizenzen, die sind beide als Dragonflies und alle anderen waren eigentlich Starter Editions. Ich habe jetzt hier die unteren beiden, mit denen ich aktuell auch die ganzen Quests am machen bin. Ne? Ich bin immer mit 4 Chars jetzt aktuell unterwegs, um einfach die ganzen Themasachen bei den Quests zu kriegen mit allen 4 Rüstungsklassen. Und die habe ich jetzt mal kurz aufgewertet auf Shadowlands, um einfach mehr Test-Chars machen zu können. Und dann wollte ich hier meine X-Test-Chars machen, um alle auf allen möglichen Servern scannen zu können. Ja, Pustekuchen. Da stand dran, maximale Anzahl erreicht. Dann habe ich mal alle Chars auf allen Battle.net-Accounts gleichzeitig mitgezählt. Und dann ist rausgekommen, dass es genau 12 sind, die ich hatte. Und mehr konnte ich nicht erstellen. Und ich dachte mir, ich habe da auf dem einen neuen Battle.net-Account noch keinen Test-Char erstellt. Das kann eigentlich gar nicht sein, ne? Und dann bin ich draufgekommen, habe einen auf dem zweiten WoW gelöscht und konnte dann auf WoW 5, was ich jetzt dementsprechend abgegradet hatte, quasi, dann konnte ich wieder einen Test-Char erstellen. Also heißt, wenn man auf den ersten Account schon 12 Chars hat, dann kann man sich eine Lizenz kaufen, das bringt aber gar nichts, wenn man dann quasi keinen neuen erstellen kann. Gut, jetzt habe ich das auch rausgefunden, vielleicht hilft es irgendwem, der ähnlichen Shit macht wie ich hier. Und ja, ja, übrigens, was ich auch gewastet habe, sind, was hat das gekostet, so eine Starter-Edition, ich glaube eine normale 35
30, 40 Tacken, zwei Editions gekauft. Um die 80 Euro habe ich da jetzt reingewastet. Plus nochmal 12 Euro für jeweils Spielzeit. Heißt, ich habe da jetzt wahrscheinlich 100 Tacken reingewastet. Aber gut, so ist es. Die Chars aktuell benutze ich sie sowieso und dann ist es okay, würde ich behaupten. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja genau, dann wollten wir jetzt noch dieses letzte Rüstungsteil nachschauen. Und das hatte ich jetzt auch einmal rausgezogen und ihr seht hier mit Draenor 113 ist am günstigsten. Also die drei Teile möchte ich mir kaufen, sind alles drei Removede plus das rote Hemd. Das ist dementsprechend das Item, was ich ursprünglich hier holen wollte. Und dazu habe ich jetzt auch schon, okay, zu weit entfernt, so viel dazu, schon Gold rüber gebastelt. Ihr seht, wir haben hier 141.000 Gold rübergeholt, 22 sind Auktionshaus-Cut und dann sind noch 418 über. Jetzt gucken wir mal, ob ich da alles kaufen kann, was ich kaufen möchte. Also 50.000 das rote Hemd, dann die Schuhe für 80.000, dann den Gürtel für 99.000 und hier die, genau, die Brust für 113. Irgendwo habe ich mich ganz grob verrechnet, kann das sein? Kann das sein? Gut, ich könnte hier aus... Wo habe ich mich denn so krass verrechnet? Also irgendwo habe ich mich ganz grob verrechnet. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob man einfach just for fun, um das Gold jetzt wegzukriegen, sonst muss ich das wieder rüber basteln, einfach das Ding hier für 65 kaufen. Jetzt muss ich mal schauen, was das für Rüstungsklassen sind. Also ich habe quasi, das kann ich mit jeder anlegen, ich habe Kette, Stoff. Ich hoffe, das ist jetzt kein Plattenteil. Sonst muss ich mir noch einen Charme machen. Ach, Tja, ich bin jetzt überlegen, ob ich das kaufen soll oder ob ich einfach das Gold jetzt auf dem hier liegen lasse. Aber eigentlich möchte ich schon immer aufbrauchen. Habe ich mich da so krass jetzt verrechnet? Tja, anscheinend habe ich mich krass verrechnet. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, dann kaufen wir uns halt das Ding noch, dann basteln wir so einen Plattenschal, I don't know. Und den Rest, den tun wir in Pets verwurschten. Irgendwo habe ich... Aber warte mal, das ist ja ein Plattenschal. Okay, never mind. Ich habe mir eh einen Plattenschal erstellt. Okay, gut, dann hat sich das eh erledigt. Gut, also heißt, das können wir schon mal lernen. Das rote Hemd, wunderbar, das tun wir jetzt bloß hier hin. Dann das Item kann ich auch schon mal lernen. Gut. Und die drei, da muss ich mir dann noch quasi andere Chars erstellen auf einem anderen Account, um dementsprechend die zu lernen. Ich muss mal schauen, wie ich mit der Stunde hinkomme, weil ich habe ja vorher für die anderen Sachen auf Azune schon schon quasi drei Testchars erstellt. Da muss ich jetzt mal wieder gucken, wie es löschen. So langsam habe ich das ein bisschen raus. Gut, dann würde ich sagen, schmeiße ich das auch nochmal kurz aus meinem Sheet raus. Schick die rüber und dann schauen wir uns den letzten Server noch an. Und zwar hatten wir da noch, glaube ich, Stormscale. Ne? Da wollte ich auch noch was kaufen. Und ja, da sehen wir uns dann gleich wieder. Beziehungsweise, wartet, wir machen das vorher mit den Pets noch. Das hatte ich jetzt auf dem anderen Server quasi nicht mit aufgenommen. Aber ich kann das, euch das hier nochmal zeigen, wie ich das dann mache, wenn ich noch ein bisschen Gold über habe. Klar, ich könnte jetzt auch nochmal eine Auktion erstellen und wieder ein bisschen Gold hin und her kriegen. Aber wenn ich hier eh Gold habe, kann ich mir einfach irgendein Pet kaufen, was mehr wert ist und das so rüberkriegen. Vielleicht mache ich dann sogar auf die lange Sicht noch ein bisschen Gewinn. Und sonst können wir gucken. Hier der Welpe aus Dunmorg ist auf den meisten Servern 20.000 wert. Das wird sich doch lohnen, komm. Den kaufen wir uns jetzt einfach. Easy. Und dann kaufen wir jetzt noch was für 200 irgendwas. Klar, so Pets, das dauert immer ein bisschen, bis man die verkauft kriegt, ne? Aber ich brauche jetzt das, also die 10.000 brauche ich jetzt nicht unbedingt sofort, ne? Also, da ist jetzt nicht schade drum. Kommt, der ist ein bisschen was wert, kaufen wir den noch. Und ja, vielleicht können wir dann sogar noch ein bisschen Gewinn draus machen. Früher habe ich eh Pet-Handel betrieben, aber auf dem einen Server gekauft, auf dem anderen verkauft. Das könnte man jetzt mit dem Gold hin und her basteln auch ziemlich aktiv machen auf allen möglichen Servern, aber da bin ich ehrlich gesagt zu faul für. So Riesengewinne schmeißt das auch nicht ab, aber wenn wir hier schon mal sind, können wir das machen. Gut, okay, dann würde ich sagen, ich schicke jetzt mal, erstelle meine ganzen Testchars und tue meine Tabelle schon mal umbasteln und sehen wir uns gleich auf dem nächsten Server wieder. So, nach längerem Hin und Her habe ich jetzt hier auf dem letzten Server eingeloggt und zwar Stormscale müsste das sein.
Ich habe auch gerade rausgefunden, dass das mit dem Testchart alles nochmal ein bisschen anders ist. Anscheinend die 4, die man pro Stunde erstellen kann, sind doch auf dem kompletten Battle.net-Account. Also vor ein paar Wochen war das noch anders. Vielleicht hat Blizzard das umgestellt oder ich bin irgendwo komisch. I don't know. Ich muss jetzt ewig warten, um dementsprechend noch ein paar Charts erstellen zu können, um die T-Mog-Sachen zu lernen. Und da ich ja bei dem einen oder anderen Item vielleicht schon mal auf die Schnauze gefallen bin, mache ich es jetzt mittlerweile so, dass ich erst weiter logge zum nächsten, wenn ich alles gelernt habe. Sonst kaufe ich manchmal Sachen doppelt und dann wastest du das Gold halt richtig. Gut, wie gesagt, wir sind jetzt auf Stormscale und hier wollte ich ja noch ein Item kaufen. Das Problem ist, mittlerweile ist das Item, was ich mir holen wollte, leider nicht mehr im Auktionshaus. Das war ja dieses, aus Stranglethorn, der Zonendrop. Der ist leider nicht mehr drin. Aber zumindest ein paar andere Items, die ganz günstig aussahen, sind hoffentlich noch drin. Und das erste, was ihr hier schon seht, Stahlrost-Schulterstücke, die sind hier für 100.000 drin. Dann, was haben wir noch so alles Tolles? Ich glaube, die anderen Sachen sind auch schon raus, oder? No, zwei Sachen, die ich auch haben wollte, sind auch raus. Das ist jetzt belastend, heißt, dann werden wir uns das eine kaufen und hoffen, dass die anderen Teile, die nächst wieder drin sind, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen anpassen. Gut, also dann tue ich mir jetzt hier das Gold raus holen. Ich habe jetzt hier 200 irgendwas 1000 rüber gebastelt. Und eigentlich wollte ich mir jetzt drei Teile kaufen. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich mir kaufen wollte. Die Schulterstücke, ne? Die waren ja hier für 100 am günstigsten drin. Dann Handschuhe des Bestienjägers. Die waren hier für 90.000 drin. Und hier haben wir auch nochmal für 90.000 Kordel der Elemente. Und blöderweise sind die aber jetzt alle nicht mehr drin. Die sind alle ausgelaufen. Ja gut, da habe ich anscheinend ein bisschen zu lange rumgemacht tatsächlich. Jetzt nicht weiter schlimm, dann kaufen wir uns halt nur dieses eine Teil in Anführungszeichen. Und dann muss ich mir halt merken, dass ich hier noch quasi ein bisschen Gold rumliegen habe. Oder ja, mal gucken, muss ich vielleicht morgen oder die Tage nochmal reinstellen. Vielleicht hat die Person, die das reingestellt hat, ist das alles ausgelaufen und vielleicht kann ich mir das die Tage noch kaufen. Gut, dann kaufen wir uns auf jeden Fall das hier schon mal raus. Und dann schauen wir mal. Genau, das ist ein Platten-Item für 100.000. Und sonst war, glaube ich, hier nichts mehr drin, was irgendwie toll wäre. Nee, das sind alles ganz normale Items, die sind uninteressant. Und das nächstbeste wäre hier der Gürtel für 222, aber das ist noch ein bisschen teuer, meiner Meinung nach. Nee, das kaufen wir uns nicht. Gut, dann muss ich aber meine Tabelle ein bisschen berichtigen. Wir ziehen das jetzt einmal kurz rüber. Und zwar, ihr seht, das sind diese Sachen, die wir am Anfang ja schon durchgesprochen haben. Das mit dem... Hier das letzte war das mit dem Pala, wo ich mir quasi dieses Artefakt-Item, diesen Corrupted Ashbringer zusammengebastelt habe. Das habe ich übrigens fertig bekommen, können wir uns gleich nachher gleich angucken. Dann, warte mal, das können wir gleich mal schauen. Ich bin doch auch noch auf Demcha hier nebenbei aktiv. Tun wir mal hier All the Things öffnen, dann können wir uns das gleich anschauen. Das dauert jetzt immer einen Ticken, bis es lädt. Dabei können wir hier nochmal gucken. Genau, ich hatte auf Blackmoor hatte ich 100.000 ausgegeben für diesen für diese Klinge, ne? Dann hatten wir 96 auf Kazak ausgegeben. Das waren einmal diese zwei Items. Ich glaube, einmal aus Nyarlathotep und einmal aus BOD war es, glaube ich. Dann aus Azuna, das war der große Klumpen mit 615.000. Draenor war 441. Da habe ich, glaube ich, irgendwie ein falsches Item noch gekauft gehabt. Und Scormscray sollten es eigentlich 297 sein. Aber wir haben jetzt nur 100.000 ausgegeben. Plus das Gold zum Rübertransferieren sind dann, glaube ich, irgendwas 120. Ne? Das ist ja für die Komplettsumme muss ich dieses extra zahlen. Aber ja, ist jetzt nicht weiter wild. Gut, dann sind wir auf einem Endbetrag von 1.613.000. Den Rest hier von dem einen Gold, den lasse ich halt einfach jetzt auf Stormscale. Ich darf bloß nicht vergessen, dass ich da jetzt noch knappe 200.000 habe. Nicht, dass ich den Char jetzt mal lösche und dann wäre es natürlich ein bisschen bitter. Gut, dann schauen wir jetzt einmal nochmal rein. Ich habe mir hier die Items geholt. Das eine Paladin hatten wir abgeschlossen. Da habe ich noch ein bisschen geangelt. Das ging relativ schnell. Dann hatte ich das Item aus den Sümpfen des Elends gekauft und das Item aus EF. Und jetzt seht ihr, jetzt ist nur noch das hier drin,
was leider raus ist, quasi der Zonendrop in Stranglethorn. Und gut, die anderen beiden, das sind Händlersachen, ne? Also da, das kann ich mir alles nicht kaufen. Das sind alles irgendwelche Raid-Items, die man von Händlern kriegt. Gut, damit wären wir jetzt hier soweit fertig. Jetzt muss ich bloß gucken. Da hatten wir nichts mehr. Jetzt muss ich das Item noch einmal austragen und dann sind wir soweit durch. Warte mal, also. Und das muss ich dann nachher noch rüberschicken und lernen, ne? Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also machen wir es erstmal hier in der Liste, dass wir das noch rauskriegen und dann können wir auch. Ach ja, das ist schon wieder harmonisch, ne? Das muss ich hier wieder rausmachen. Ich brauche das Grund-Item und da unten haben wir es. Dann können wir das jetzt auch rausschmeißen und dann zeige ich euch am Ende nochmal, wie jetzt die Tabelle schlussendlich aussieht. So, das haben wir rausgeschmissen. Gut, jetzt scrollen wir nochmal ein bisschen hoch und dann gucken wir uns das einmal an. Also, hier oben seht ihr, das sind jetzt die paar Items, die mir in Classic fehlen. Das sind auch sehr teure tatsächlich, also in Classic Dungeons. Dann die paar hier sind aus WoD, aus Highmall welche und aus Blackrock Foundry. Dann haben wir aus Legion quasi ein paar. Aus Unteros haben wir welche und aus Toss, das ist Grabmal des Sargeras im Deutschen, Tomb of Sargeras. Und hier Eternal Palace ist schon, Eternal Palace ist hier unten, wie heißt das? Nighthold ist, glaube ich, ist auch schon raus und Emerald Nightmare, gibt es, glaube ich, gar keine BOE-Items. Dann, das sind die Items hier aus Legion, ne? Nyalotha ist noch einiges, Eternal Palace ist noch, Uldias ist nur ein Item und vorher hatten wir ja das letzte aus BOP rausbekommen, also Schlacht um Dazar Alor. Dann hier ist jetzt nicht so viel passiert in Shadowlands, da kann ich mir auf anderen Servern nichts kaufen, da brauche ich einen Max-Level-Char. Ich glaube, ein oder zwei Items habe ich da rausgekriegt. Ich hoffe, dass in Zukunft das hier noch ein gutes Stück günstiger wird, weil jetzt Shadowlands langsam ausläuft und man dann die Items am Ende der Expansion hoffentlich ein bisschen rausgeramscht wird, weil fürs Gearen brauchst du die dann nicht mehr. Und ja, da hoffe ich, dass ich das ein oder andere Schnäppchen noch machen kann. Dann hier unten sind jetzt die extra Items, in Anführungszeichen, die nicht Dungeon-Items sind. Hier ist das eine aus Stranglethorn noch, da habe ich jetzt die anderen Sachen schon ausgetragen. Fishing, ja, die sind in keinem, die sind nirgends im Auktionshaus, habe ich schon geguckt, also das ist ein bisschen ätzend. Dann das sind das die aus Plünderkisten oder halt aus irgendwelchen Kisten raus. Da haben wir die eine Klinge vorhin gekauft, das sind hier noch ein paar World Drops und ja, hier unten geht es dann schon los mit Rezepten, das sind jetzt noch vier Rezepte, da war vorher auch noch dieses Pala-Ding drin, dieses Ned Peggles Extremangler-Gedönse. Komischerweise hatte ich nur eins drin und man braucht ja beide, aber gut, so sei es drum. An Overall-Items brauche ich noch 117, die quasi im Spiel noch erhältlich sind. Das sind halt alle Rüstungsklassen, alle Items, die halt BOE sind, ne, klar. Also sonst sind es natürlich wesentlich mehr, die man selber sammeln muss. Und hier unten geht es dann halt mit den Removeden los, ne. Das sind halt dann doch einige. Alle gibt es gar nicht mehr irgendwo in Auktionshäusern. Aber theoretisch würde es, wenn alle Items irgendwo im Auktionshaus wären, 321 sein, die ich noch kaufen könnte, aber wie gesagt, vor allem die, die ich jetzt hier als TSM-Group gemarkt habe, da habe ich von einem im Discord einige aus einer TSM-Group raus, da sind viele, die sind seit Jahren auf keinem einzigen Server drin, die gibt es überhaupt nicht mehr, ne? Also alle von diesen Items werde ich nicht kriegen können, aber ich versuche zumindest die meisten mitzunehmen und genau, das ist das, was wir jetzt quasi als Endstand haben für dieses Mal. Genau, damit sind wir auch tatsächlich durch. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt für meine Tabelle, wie ich die verbessern kann oder allgemein Anregungen hier fürs Gold, für meine Gold-Waste-Videos, haut die gerne in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.